Alter, was geht ab, Leute? Ihr könnt schon sehen, die große Mengenmasse. Es ist Sonntag, 10 Uhr in der Früh. Ich hatte meinen Knopf, was noch nicht 10 Uhr in der Früh. Auf jeden Fall. Mutirate, EX-Einladung. Aber nicht für mich. Könnt ihr schon sehen, wie hat maskulin. Der Kollege hat wieder eine Einladung bekommen. Das ist heute die mit der verrückten Einladung. Das vor Monaten war, wo Leute nur gedreht haben und so. Bin gespannt. Es sind, glaube ich, so 70 Leute hier. Echt krass. Schauen wir uns mal seine Pokémon an. Ich vertrete den Kollegen. Er fährt heute leider weg. So. Zwei Despotar Mute kann er verwenden, okay. Wasser. Water Champ. Okay. Wird schon reichen. Bei der Menge an Leuten. So, es geht gleich los. Ich geh mal zu den Gelben. So, Raid beginnt. Nicht, dass der Eigentümer des Fahrrads dann fertig ist und wir hier weg müssen. Jetzt habe ich nicht hingeschaut. Okay. Bald ist wieder das gelbe Berge. So, das war's vom Raid. Für den Kollegen Riyad. Hab's gefangen. IV war okay. Und leider keine gelbe Beere. Wollte einfach nicht drin bleiben. Aber Hauptsache gefangen. Ich habe dann später meinen gehabt. Das blende ich hier ein. War schon spät, dunkel. Es hat geregnet, also konnte ich das nicht gut aufnehmen. Und zufälligerweise, also der erste Raid für Riyad, war der erste Raid, der, glaube ich, überhaupt möglich ist. Um 10 Uhr. Ich glaube, früher gibt es nicht. Und 18 Uhr ist, glaube ich, der letzte Termin für einen EX-Raid. Also den ersten und den letzten habe ich gestern gemacht. Und gestern war ja das mit der verrückten Einladung, wo Leute eine Einladung bekommen haben von vor mehreren Monaten, wo die nie gekämpft haben, nur gedreht haben und so, und eine Einladung bekommen haben. Wir werden sehen, ob das ein Einzelfall war,
Weil die verrückten Einladungen gingen raus an Mewtwo's Geburtstag. Mal schauen, ob diese Woche wieder solche Einladungen rausgehen werden. Also Niantic meinte, das war so eine Art Fehler. Und die haben jetzt das System ein bisschen abgeändert. Also momentan ist echt totales Chaos bei denen und deren EX-Rate-Einladungen. Wir werden sehen, diese Woche kommen bestimmt entweder ein oder zwei Einladungswellen wieder. Ich glaube, eine wahrscheinlich eher. Ich habe mein Mewtwo gefangen. Gelbe Berge, zweiter Ball. Bisschen besser als mein erster. Aber er taggt diesmal nicht 15, also muss man schauen, welchen von den zwei ich pushen werde. Oder den dritten vielleicht, den ich dann am Wochenende nochmal habe. Falls ich den überhaupt bekomme. Man darf echt nicht zu übermütig werden. Auch wenn ich bisher jeden gefangen habe. Ich habe, glaube ich, 2 für mich selber gefangen. Und 4 oder 5 jetzt für andere. Schon eine gute Quote. Und ich kenne echt sehr, sehr wenige, bei denen der geflohen ist. Aber das war's von mir erstmal. Ein paar Minuten gefangen. Guter Tag. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch lief. Das war ja die verrückte Einladungswelle. Konntet ihr an eurem Raid teilnehmen? Oder war das echt zu weit weg? Ich weiß, manche haben dann einen Ersatz bekommen. Eine Entschädigung von Niantic. Ich weiß nicht, ob es automatisch war oder ob die Leute dann Niantic anschreiben mussten. Falls ihr nicht teilnehmen konntet und nichts bekommen habt, dann schreibt Niantic mal an. Dann kriegt ihr eine kleine Entschädigung. 5 Raid-Pässe, glaube ich. Ansonsten, falls ihr den gefangen habt und bei dem Raid mitgemacht habt, schreibt nun rein, wie gut euer Mewtwo war. Shoutout an Andy, ein Kollege. 100 IV Mewtwo hat er gefangen. Richtig saftig. Ich gönn dir, Mann. Aber wie gesagt, das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.